Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er aber auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Und hört er auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, das werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Pfarrkirche und vor den Monitoren. So manches Mal gibt es Sätze, die wiederholen sich immer wieder im Laufe des Lebens. Sätze, von denen man meint, die hörst du eigentlich nur in Kindheits- oder Jugendtagen. So ist es ja doch oftmals, dass Kinder und Jugendliche so Formulierungen hören wie: Lass das sein. Das macht man nicht, macht das anders, so geht das nicht. Immer dann sind es in der Regel Eltern oder Lehrer, die sowas sagen. Bei den Kindern, bei den Jugendlichen kommen diese Menschen dann als Spielverderber rüber. Da hat man Spaß, da hat man Freude und dann kommt so ein Erwachsener und sagt: Lass das, das geht nicht, das darfst du nicht. Gottlob, denkt sich so manches Kind, denkt sich so mancher Jugendlicher: Wenn du groß bist, dann kann dir keiner mehr was sagen. Dann darfst du alles entscheiden, dann bist du dein eigener Herr. Nun ja, irgendwann kommt dann die Berufsausbildung, dann hat man auf einmal einen Meister vor sich, einen, der einen anlernt. Oder man kommt in einen Betrieb, da gibt es den Chef, der einem wieder was sagt, was man machen soll. Also auch als Erwachsener erlebt man dann letztlich, da gibt es Menschen, die dir sagen, was du in deinem Leben machen sollst und nicht. Und letztlich ist es dann wirklich so, es wird immer welche geben, die uns sagen, was wir machen sollen und was nicht. Meistens steckt aber etwas ganz Besonderes dahinter. Nämlich nicht, dass man den anderen absichtlich zurückweisen oder zurechtweisen möchte, sondern weil man jemanden für wertvoll erachtet, weil man sagt, es ist mir wichtig, dir zu sagen, dass du wertvoll bist. So zum Beispiel, wenn die Mutter dem Kind sagt, es soll nicht die Hand auf die heiße Herdplatte legen, dann sagt sie es nicht, weil die Herdplatte eventuell Schaden nehmen könnte, weil das Kind die Hand darauf gelegt hat. So eine Herdplatte hält das gut aus. Aber eine Kinderhand hingegen ganz anders. Es ist die Sorge um das Kind, es ist die Liebe um das Kind, die die Mutter solche Sachen sagen lässt, wie: Lass das sein, das darfst du nicht. Die Sorge und die Liebe für den anderen, weil du es wert bist, sagt die Mutter dem Kind letztlich so. Im Evangelium ist es so ähnlich. Da sollen ja auch Leute hingewiesen werden auf etwas, was sie falsch machen. Da ist von einem Bruder die Rede. Es kann aber auch natürlich
eine Schwester sein, denn das wissen wir ja, nicht nur die Brüder können was falsch machen, auch die Schwester. Da tun die sich gegenseitig ja nichts. Und nun soll dieser eine Mensch, der etwas falsch gemacht hat, darauf hingewiesen werden. Nun kann man das, indem man vielleicht das in die Zeitung schreibt oder es per Kamera überträgt und sagt, du bist ein schlechter Mensch und ich bin der viel bessere. Also man lässt die ganze Welt daran teilhaben, an den Fehler und Schwächen eines anderen. Jesus sagt hingegen, versucht es erstmal auf einem etwas humaneren Weg, auf einen menschlicheren Weg. Und das ist das Gespräch miteinander, das Gespräch unter vier Augen. So soll der andere, der einen Fehler gemacht hat, geschützt werden. Es soll nicht herausposaunt werden, dass da einer eine Schwäche hat oder einen Fehler getan hat. Das Gespräch unter vier Augen soll letztlich dem anderen auch signalisieren, ich möchte dich nicht verletzen, ich möchte dich nicht bloßstellen, weil du wertvoll bist. Du bist mir wichtig und ich möchte dir helfen, dass du deine Fehler und Schwächen einsiehst, die dir letztlich nicht zum Wohl gereichen. Denn das, was du machst, das, was du tust, das, was du sagst, das gereicht dir zum Schaden. Und du sollst ja unbeschadet durch diese Welt gehen. Nun kann es natürlich passieren, dass es so wie im Evangelium ist, dass das Gespräch mit dem Gegenüber nicht fruchtet. Dann soll man sich eine Unterstützung suchen. Das könnte zum Beispiel so ein Familienrat sein. Wenn das Gespräch zwischen Sohn und Mutter oder zwischen Eheleuten nicht fruchtet, dann kann ein Familienrat einberufen werden. Die Familie überlegt sich, wie können wir jetzt helfen, dass der da auf Irrwegen ist, der vielleicht irgendetwas tut, das der Familie schadet, wieder zurückkommt in den Schoß der Familie, dass er wieder im Sinne unserer Familiengemeinschaft handelt, zum Wohle dieser. Man überlegt, man macht sich Gedanken und mit viel Glück und Einsicht ist nun, dass dieser Mensch sich besinnt und sagt, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht, ich will mich bemühen, keinen Fehler mehr zu machen, ich will mit dafür sorgen, dass unser Familienleben gut funktioniert. Und was für die Familie gilt, das gilt natürlich dann auch für die verschiedenen Gruppen und Gremien unserer Gemeinde, gilt in der Schule, gilt am Arbeitsplatz, überall. Wo also der Einzelne nichts bewirken kann, da kann es die Gemeinschaft, die Kleine, versuchen. Und wenn die es nicht schafft, soll eine größere Gemeinschaft es versuchen. Und da kommen wir, liebe Schwestern, liebe Brüder, in das Blickfeld Jesu Christi. Denn er sagt, wir als Pfarrgemeinde haben Verantwortung für jeden Einzelnen in unserer Pfarrgemeinde. Da kann es die Aussage nicht geben, das geht mich nichts an, so nicht. Nein, das geht uns was an. Wir alle sind Schwestern und Brüder und als solche dürfen wir uns auch in den Blick nehmen. Aber auch da gilt es, diese goldene Regelung zu beachten, mit Wertschätzung. Den anderen nicht bloßstellen, sondern hingehen, vielleicht mit einer kleinen Gruppe, mit Vertretern aus verschiedenen Gremien und sagen, schau, du bist Teil unserer Pfarrgemeinde und das, was du da machst, das schadet uns in unserer Gemeinschaft als Kirche. Überleg doch mal, ob du nicht einen anderen Weg einschlagen kannst. In der Hoffnung, dass das jetzt fruchtet, sollte es dann gut sein. Aber auch dann kann es schon noch passieren, dass dann derjenige wirklich etwas störrig ist, dass er vielleicht ein verstocktes Herz hat, dass er nicht bereit ist, einzulenken, neue Wege, gute Wege zu gehen. Und dann sagt Jesus, und das mag für uns recht hart klingen, dann sei der für euch jemand wie ein Heide, wie ein Zöllner. Er sei letztlich für euch jemand, den ihr nicht braucht. Stoßt ihn aus der Gemeinschaft heraus, schickt ihn weg. Aber wenn ihr ihn wegschickt, dann schickt ihn nicht weg wie einen räudigen Straßenhund, sondern schickt ihn weg mit einem begleitenden Gebet. Und das soll auch das sein, was der oder diejenige, die nicht Teil unserer Gemeinschaft sein möchte, als Letztes erlebt.
Das sind Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die beten für mich. Sie bitten Gott, dem allmächtigen Vater, dass er nun das Herz dessen angeht und dass er nun zugreift. Dass er nun wirklich diese Wandlung in dem Menschen vollzieht und dass er diesem Menschen hilft, zurückzukehren. Und wenn derjenige dann offen ist für die Gegenwart Gottes, für die Gnade Gottes in seinem Herzen und einlenkt und zurückkehrt, dann freut sich darüber die Gemeinde. Jesus Christus sagt selbst, wo zwei in meinem Namen einmütig Gott, den allmächtigen Vater, bitten, so werde ich ihn geben. Bitten, bitten darum, dass er zurückkehrt oder sie. Das ist uns aufgetragen als Letztes. In den Blick nehmen aus Liebe. Das ist ja in der Lesung auch gehört zu wesen. Das, was uns verbindet, ist die Liebe. In Liebe erhalten und ertragen wir die Fehler und Schwächen der anderen, versuchen aber auch in Liebe, diesen anderen auf gute Wege zu führen. Ein jeder geht uns an. Da ist es egal, ob wir verwandt sind oder nicht. Als Schwestern und Brüder nehmen wir in den Blick. So soll es sein. Heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Zu ihm, der